Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in unserer Residenz als Anführer aller Raider. Banden, die hier existieren und leben, zwar zerstritten sind, aber die Aufgabe eines guten Anführers ist es ja, die Banden hier zu einen und sie in einem Strang ziehen zu lassen. Diese Aufgabe, ja, wurde uns von dem Kerl hier übertragen. Und er hat uns gebeten, oder besser gesagt, er hat uns einfach so zum Nachfolger und somit zum Anführer von Nuka-Cola World ernannt. Ja, jetzt haben wir den Schirm auf, denn wir sollen Streit schlichten. Warte mal. Infos über Nuka World. Infos über Banden. Ich würde mal meinen, über die Banden. Erzähl mir mehr über die Banden. Na klar, gerne. Ja, eine echt bunte Mischung. Jeder hasste jeden. Und das tun sie zu einem gewissen Grad noch immer. Hat eine Menge Schweiß gekostet, sie alle für diese Idee zu gewinnen. Deshalb will ich sie jetzt nicht verlieren. Mhm. An deiner Stelle würde ich bei den Jüngern anfangen. Sie mögen alle durchgeknallt sein, Stimmen hören und so. Aber mit Nisha kann man reden. Geh dann zu den Unternehmern. Alles verwöhnte, reiche Gören. Was nicht heißt, dass sie keine eiskalten Killer sind. Wenn du Max imponierst, hört sie auf dich. Und dann ist da das Rudel. Ich will ja nicht von Wilden sprechen, aber... Nun ja, sie sind Wilde. Ich weiß nicht, wie Mason sie unter Kontrolle hält. Deine Entscheidung, wem du am meisten vertrauen willst. Aber bei einigen musst du es wohl. Brauchst du sonst noch was? Infos über Nuka World, bitte. Ich will mehr über Nuka World wissen. Ah, gutes Thema. Ein großer Vergnügungspark, bevor alles den Bach runterging. Vielleicht nicht ganz so toll, wenn man sich das hier ansieht. Wir hatten jedenfalls als Erste die Idee, ihn als Schlupfwinkel zu nutzen. Bevor wir ankamen, hatten sich hier schon ein paar Händler niedergelassen und einige Söldner zum Schutz angeheuert. Hatten sich wie Zecken eingegraben. Deshalb mussten wir mit mehreren Banden kommen, um eine Chance zu haben. Mhm. Ihr wollt noch mehr? Guter Ort. Schlau gemacht. Ihr müsst viele Leute verloren haben. Eigentlich ja schlau gemacht, ne? Oder ein guter Ort? Ja, guter Ort. Zweifelsohne ist der Ort gut gelegen. Ja, die Händler hielten ihn für einen guten Warenumschlagplatz für Leute aus dem ganzen Umland. Für uns ist er so zentral gelegen, dass wir Banden in alle Richtungen losschicken können. Wir haben Nuka Town und die meisten Händler arbeiten jetzt für uns, auch wenn sie es nicht mögen. Ihr Pech. Aber wir brauchen die restlichen Teile. Jeder, der nicht unter unserer Kontrolle steht, ist eine Bedrohung. Und die Banden brauchen mehr Platz. Die hocken zu dicht aufeinander. Wenn sie sich nicht ausbreiten können, fließt bald Blut. Hm. Je eher du ihnen also beibringst, Befehlen zu gehorchen, desto eher können wir unsere Lage verbessern. Hast du noch mehr Fragen? Raider alle gleich. Sonst nix. Raider alle gleich? Fragezeichen. Seid ihr Raider nicht alle gleich? Hey. Kein Grund für Beleidigungen. Commonwealth-Banden. Die meisten sind gar keine. Sind weder organisiert, noch treffen sie kluge Entscheidungen. Nur wenig schlauer als tollwütige Tiere. Ich gehörte zu einigen. Jedes Mal denken sie in viel zu kleinen Dimensionen oder werden von anderen ausgelöscht. Bevor das passiert, nehme ich stets die Beine in die Hand. Jetzt wärst du gar nicht hier, ne? Wo liegt der Reiz? Sie brauchen einen guten Anführer, viel durchgemacht. Raiders sind alle dumm. Viel durchgemacht? Als hättest du viel mitgemacht, Gage. Wer überlebt und so alt wird wie ich? Ja, hab viel Scheiße gesehen. Wie auch immer. Mach nicht den Fehler, die Banden hier mit den Commonwealth-Luschen zu vergleichen. Die Banden hier haben alle ein Ziel. Und sie erwarten Ergebnisse. Das darfst du niemals vergessen. Brauchst du sonst noch was? Ich glaub, das wär's einmal. Danke sonst dir. Sonst erstmal nichts weiter. Okay, du weißt, wo du mich findest. Genehmige dir einen Drink, hier gibt's ja eh mehr als genug davon. Ja. Okay, dann würde ich sagen, einen Stock tiefer bitte. Ich habe auch den ganzen Schrott eingesammelt und geholt. Ja, bis auf eine bestimmte Stelle, und zwar die, die ich im Spind versteckt hatte, bevor wir dann kämpfen durften. Zu denen komme ich momentan nicht dran. Ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, die ganze Indie durchzulaufen.
Also den Dungeon. Und jetzt dachte ich mir, das mache ich später mal, wenn es denn noch gehen sollte. Ja, wir werden uns jetzt um die Jünger kümmern, wie uns der Gute da eben empfohlen hat. Ah, da sind sie auch schon. Gleich hier drüben dürfte das sein. Alle, hopp. Yeah! Eine Was? Zeitverschwendung. Redet da wer mit mir? Und alle ab. Na, okay, so geht das nicht. Dann hier vielleicht. Darf ich hier so und so und hüpf? Yeah. Sind wir da jetzt richtig? Ich hoffe. Ja. Schaut gar nicht so schlecht aus. Lalila. Den nehmen wir auch gleich mit. Eine Kochstation haben sie auch schon hier. Oh, ich will den alles wegnehmen. Wir kriegen den Dungeon eh so viel Zeug. Hey, ein Traktor. Cool. Servus. Boss, wir haben dich im Auge. Gern. Dann schauen wir doch rein. Klopf, klopf. Ist hier jemand zu Hause? Der Chef ist da. Bitte alles in Reihe und Glied und alphabetisch aufgereiht. Wir sollten hier das Sagen haben. Nicht so ein Umweltschützer, den Gage rangeholt hat. Wir geben ihm noch eine Chance. Wenn Gage die vermasselt, weiß er, dass wir ihm dafür die Haut abziehen. Also halt's Maul und warte ab. Was ist mit dir, Großer? Hast du gar keine Meinung dazu? Solange sie mir nicht im Weg steht, ist mir das scheißegal. Ja, hab ich mir gedacht. Also, ihr beiden, verschwindet. Und sorgt dafür, dass die anderen es mitkriegen. Na, ihr zwei Deppen, ich bin bewaffnet, ne? Vor allem du, Schnepfe. Mit dir werde ich noch den Boden abwischen. Willst du reden? Dann red mit Nisha. Ja, hatte ich gerade vor. Hallo, Nisha. Hallo. So, du bist also Gages kleines Projekt. Sein Schoßhündchen. Kleines Projekt? Schon wieder ein Projekt? Jeder will mich als Projekt haben, wie gemeint. Sarkastisch, ich bin der Overboss. Pass auf, kleines Projekt. Was? Kleines Projekt? Was soll das denn bitte heißen? Hat Gage denn nichts gesagt? Offenbar sind wir nicht gut genug, den Laden hier allein zu schmeißen. Gage wollte, dass ein Schoßhündchen Kota ersetzt. Aber ich schätze, ein Schoßhündchen abzurichten ist viel einfacher, als uns dazu zu bringen, das zu tun, was er will. Bitte, wie kannst du irgendwas sehen? Der Helm ist ja komplett dicht. Ja, so wie ihr Kopf. Ich bin der Overboss, ist das klar? Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war ich noch Overboss. Du hast die Feuerprobe überlebt, du hast Kota getötet. Natürlich mit Gages Hilfe. Also klar, du bist der Overboss. Aber der Titel bedeutet schon lange nichts mehr. Wenn Gage meint, dass sich das über Nacht ändert, dann täuscht er sich. Jeder weiß, dass wir alle Kota tot sehen wollten. Wenn ich es hätte entscheiden können, wäre er aber langsam und qualvoll gestorben. Aber egal. Bringen wir dieses kleine Treffen hier hinter uns. Ich bin Nisha. Ich führe die Jünger an. Wir haben hier nur eine Regel und die lautet, den Frieden dieser Allianz wahren. Ansonsten sehen wir die Sache so. Regeln haben in dieser Welt ihre Bedeutung verloren, als die Leute anfingen, sich gegenseitig zu bombardieren. Tja, ja, das ist dann schon sehr lange her, ne? Wenn die schon vor 200 Jahren damit angefangen haben, weit vor 200 Jahren. Na egal, den Frieden bewahren, sarkastisch. Die Welt braucht Regeln, Regeln halten uns zurück. Die Welt, also den Frieden bewahren. Was meinst du mit den Frieden wahren? Es bedeutet, tu was du willst, aber lass dich nicht erwischen. Ich habe echt keinen Bock, die Unternehmer oder das Rudel am Arsch zu haben. Eine Bande? Kein Problem. Aber gegen zwei, da sieht's etwas finster aus. Also heißt es, den Frieden wahren. Eine andere Regel brauchen wir nicht. Die Welt braucht Regeln. Die Welt braucht Regeln. Sonst wird sie sich nie erholen. Regeln sind gefährlich, denn die Leute verlassen sich irgendwann auf sie. Sie wiegen dich in Sicherheit. Aber wenn du einen Moment nicht aufpasst, bist du tot. Kota dachte, er sei wegen einer Regel oder eines Codes unantastbar. Aber er musste auf die harte Tour feststellen, dass das nicht so war. Obwohl, eins muss man ihm lassen. Er hat immerhin die Feuerprobe gebaut. Natürlich war sie am Anfang scheiße. Total einfallslos. Aber wir haben sie etwas aufgepeppt.
Super. Wie viele Opfer? Beeindruckend. Das Ding schließen. Kindergeburtstag. Wie viele Opfer gibt's denn mittlerweile? Wie viele Opfer hat diese Feuerprobe schon gefordert? Das zählt doch keiner. Aber genug, um die Händler zu beschäftigen. Wir schicken sie zum Saubermachen rein, wenn es anfängt zu stinken. Natürlich schaffen die es nicht immer lebend daraus. Die Feuerprobe schläft nie. Super. Alter. Das Ding gehört geschlossen. Beeindruckend. Das Ding schließen. Man sollte das Ding schließen. Es ist gefährlich. Gefährlich? Leute sind gefährlich. Das Ding ist doch lächerlich. Ein paar Fallen und Biester. Hoffen wir nur, dass Gage mit dir richtig liegt. Er hat uns viel versprochen, um uns hierher zu bekommen. Und nie davon etwas gehalten. Du solltest das also besser nicht versauen. Denn noch so eine Runde Blödsinn dulde ich nicht. Super. Stellst du mich in Frage? Kommt drauf an. Ich bin der Beste. Erledige Dinge auf meine Art. Stellst du mich in Frage? Stellst du mich in Frage? Euren Overboss? Nein. Ich bin nur neugierig. In Coulter hatten wir uns getäuscht. Den Fehler machen wir nicht zweimal. Kommt drauf an. Ich bin der Beste. Klar bin ich der Beste. Einen Besseren werdet ihr nicht finden. Möchtest du dein Leben darauf wetten? Du musst wissen, dass wir Jünger nicht nur drohen. Wir schreiten auch zur Tat. Wir sind weder von unseren Kronkorken besessen wie diese Gören mit ihren Frisuren, noch sind wir wilde Tiere, die sich nicht benehmen können. Wenn du verkackst, leg ich dich um. Obwohl ich zugegebenermaßen viel größere Pläne für Gage habe. Aber wenn du uns unterstützt und deine Versprechen wie ein guter kleiner Overboss hältst, dann helfen wir dir. Du darfst leben und alle gewinnen. Drohen. Soll ich das echt versuchen? Bei mir haut's charakteristisch eh nicht hin. Warum soll ich dir trauen? Ich überleg's mir, was ihr wollt. Ja, ich probier's. Ich verspreche nichts. Und ihr werdet tun, was ich sage. Ich kannte mal jemanden mit dieser Einstellung. Hab ihn gerade lange genug leben lassen, dass er sie bereut hat. Aber wenn du anders vorgehen und dich nett verhalten willst, hier gibt es immer was zu tun. Also wenn du beweisen willst, dass du es drauf hast, weißt du ja, wo du mich findest. Okay, das war nicht klasse. Nein, das war gar nicht klasse. Hey, Nisha. Hey, ich hätte da was für dich. Was gibt's? Ich höre zu. Na klar, ich helfe. Kein Interesse. Was gibt's? Ist los? Halte deine Freunde nah bei dir und deine Feinde noch näher. Ja. Also, ich brauche jemanden direkt an meiner Seite. Nimm dieses Elektrohalsband, schleich dich an und mach's ihm um, wenn er gerade nicht aufpasst. Oder hau ihm eine rein und leg's ihm dann an. Wär mir sogar noch lieber. Wer ist das Ziel? Erwarte eine Bezahlung. Klingt gut. Kein Interesse. Na, wer ist das Ziel? Wem geht das? Raider. Die haben keine Chance. Das Ziel? Gegen wen geht es? Ein paar dumme Raider aus der Gegend. Okay, na dann. Keine Namen? Ich dachte, ich hätte mich jetzt verklickt oder so. Na gut, klingt das gut. Das wird sicher lustig. Dachte mir schon, dass du daran Interesse haben würdest. Ans Halsband. Eifrige Ernie. Aha. Ah, okay. Es ist total langweilig, seit Nisha uns in Teams gesteckt hat. Ich hab's nicht so mit anderen. Ach, geh. Na, Doggy. Also, ehrlich. Naja, gehen wir wieder raus. Ja. An meinen Charaktereigenschaften muss ich noch definitiv arbeiten. Arbeiten, definitiv. Oh ja. Wenn du das mit den Habologen triffst, beachte sie einfach nicht. Ich hab denen gesagt, sie sollen in ihrem Lager bleiben. Okay. Okay. Gut. 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 Schlecht, gut, nein. Bandenboss der Unternehmer. Des Rudels. Warte mal, Taten. Wir sollen ja jetzt den einen Kerl da, ne? Ans Halsband legen. Warte, das machen wir zuerst. Sollen sie ja zuerst mit denen, Entschuldigung, am Mikro angestoßen.
zuerst mit den, also mit den Jüngern gut stellen, ne? Und wir müssen Level Up auch noch machen. Gut, das dauert hier alles noch. Das wäre nicht so schlecht. Schmied wäre auch nicht schlecht, ehrlich gesagt, für bessere Sachen zum Herstellen. Aber jetzt bin ich mittlerweile schon am Überlegen, ob ich nicht alles in ins Charisma stecke. Also hier mal. Auf zwei einmal. Das wäre halt auch nicht schlecht zu skillen. Ganz ehrlich. Wer braucht schon Freunde? Ja, genau. Kampfhund. Das wäre aber nicht schlecht. Mhm. Lokaler Führer haben wir eh schon. Ja. Mehr Schaden im Kampf. Mhm. Ödlern-Kreatur, niedrigen Level, sie zu beruhigen. Okay, ja. Gut. Okay, dann Futter da. Würde ich sagen, ich stecke beides ins Charisma-Training. Ja. Ja, was soll's. Ist ja wurscht. Na, geht's nicht nochmal? Ist ja wurscht. Wir kriegen bald wieder Level Up, hoffe ich. Das ist so kein Zustand mehr. Das muss fertig werden, echt. Das muss hinhauen. Das gibt's ja nicht. Also. Also. Wir müssen jetzt wohin? Komplett weg? Oder? Ja, wir müssen wieder ins Commonwealth scheinbar zurück. Easy City Towns. Was ist da drüben? Aha, aha, okay. Gut, na, ich denke, ich schaue mal im Commonwealth nach. Vielleicht ist es dann eh schon dort. Hauen wir mal ab. Hauen wir mal ab. La 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 la, dam dam. Ein Halsband. Tja, anlegen, Sachen gibt's. So. Sind wir hier richtig? Tatsächlich? Oh ja, sind wir. Okay, also hierhin. Das heißt, ich würde meinen, können wir eigentlich uns hierhin porten und dann hatschen wir einfach rauf. Ja, perfekt. Ein Halsband anlegen, wie so ein Hund, ne? Dann soll man ihr auch noch auf die Fresse hauen und dann das Halsband anlegen. Super. Ach ja. Sehr freundlich. Na toll. Also, da irgendwie. Hallo. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Na. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Schon wieder? Ich muss auf jeden Fall mal da lang. Alle ab. Und hier lang. Und da vorne müsste es dann irgendwie und irgendwo dann sein. Ich hoffe nur, dass... Okay, normalerweise müssten uns... Was? Iron Maiden geht in Führung, aber Piso Junk ist direkt dahinter. Hä? Atomic Dreams ist immer noch am Ball. Ein ziemlich heftiges Rennen. Was? Geht hier ab. Hey, da draußen ist wer. Ein toller Abend für ein Rennen. Was, Jungs? Verdammt, was ist denn jetzt?
Muss ich die jetzt alle umnieten? Also das wollte ich eigentlich nicht. Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin ja auch ein Raider. Ich wollte jetzt nur eine gewisse Dame. Schaltet ihn aus, Jungs! Sie ist im Lager! Holt die Bot! Lasst sie los! Au! Ich wollte jetzt nur die eine da gefangen nehmen und ich schwöre aufs Boschen. Welcher Bot denn jetzt eigentlich? Eiserne Jungfrau. Großartig. So was hat die Welt noch halt? Ich. Ja. Ich gar nichts mehr, ne? Hallo? Alter Schwede, ne? Oha! Das geht auch, die Bufen hinmachen. Aha. Halt, bleib da! Roboter, bleib da. Au, au. Ja, die Musik war schon das Mächtigste. Bäm, 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 bäm. Was findest du eigentlich? Hallo? Jetzt ist Ruhe da. Oh! Wenigste. Sind wir schlecht ausgelegt, oder was? Da hat sie rumgehaut. Wer schießt hier noch auf wen? Auf mich, ne? Du. Genau. Ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da. No. Ist es jetzt fertig hier? Da oben ist noch jemand. Passt. Erledigt? Nix erledigt. Irgendwo ballert noch jemand rum und ich habe ihn schon gesehen. Der ist da hinten irgendwie. Ihn erwischt, ich glaube, der ob er nicht. Lalalalala. Ramparampam. Ein Todesschütze. Da da da. Verdammt! War Scheißfrau! So, wer noch? Ich glaube, ich sollte mal einsammeln gehen, ne? Halt, da ist ja noch einer. Alter Rusty. Boom. Geht noch einer? Das ist noch so ein Arsch. Der alte Rusty hat sich vom Staub aus dem Staub gemacht. Wo habe ich die Deppen jetzt erschossen? Ach, da liegt einer. Hallo, servus. Gib her, dein Klumpert. Bidi, 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 bidi. Da liegt auch ein Depp. Da ist auch ein Depp. Doki, mir geht's schlecht. Mit der Nadel in den Rücken rein, dann geht es ihm gleich besser. Ach, wie ist das fein. Da-da-dam-da-dam. Hier mit eurem Glumpert, ich brauch das so sehr. Ich will alles haben und noch ganz viel mehr. La-la-la-la-la, soll ich das noch alles mitnehmen? Ist mir doch wurscht. Die brauchen es nicht mehr. Haben wir da irgendwas? Gefahr? Wo ist Gefahr? Gefahr, ich lach dir ins Gesicht. Ha-ha-ha-ha. Und die tut nur bellen. Geht es ihm wieder gut? Ich glaube, das schaut so aus. Hurra, hurra, hurra. Na, gib her das ganze Klumpert. Wo ist denn da noch was? Ein Tellerchen. Und was haben wir hier noch feins?
Speiseöl. Nackte Menschen, ein Sofa. Da ist auch noch ein bisschen was. Ram dam 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 di da. Mit einer Matratze. Alter, wo ist der Radio? Den schalte ich jetzt gleich aus. Da geht's ruf. Ah, nicht so. Schon mit Leiter, bitte. Ui, halt. Wer tut hier schießen? Da drüben? Da hat zumindest geraucht. Ah, die eifrige Dingens und so. Die müssen wir fangen. So, da la. Da ist Besen, hurra. Coca-Cola. Gib her das Gesöff. Herrschaftszeiten. So, da oben geht's was los. Ich denke schon mal. Da wird scharf geschossen. Wer ist denn die Sau? Alter Rusti. Nicht getroffen. Dein Ernst. Du brauchst ja nur ballern. Jawohl. Geht ja. So, da la. Hier haben wir auch noch ein bisschen geklumpert. Jetzt hör auf zum Schießen, ich komm dich gleich holen. Aua! Tut man das? Gehört sich das? Nein! Das ist komplett anstandslos. Boah, dann habe ich erwischt. Dass sowas gibt. Voll am Haxen erwischt. Ah, da liegt lag was. Da lag was, da liegt was. Da. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Dum, da, dum, da, da. Dum, da, dum, da, da. Nicht runterfallen, denn ich muss hier rüber. Ich bin da. Wer will eine aufs Goschi haben? Genug oder muss ich ihn komplett erschießen? Da! Ah, mit R. Du hast jetzt Nisha in Nuka Town. Setz dich in Bewegung. Hey, wer ist da? Ah, das bin nur ich. Ich werde verrückt. Ja, du bist verrückt. Wir haben den Auftrag erfüllt. Lala. Lala, lala. Hurra. Na, und? Marschierst du schon? Na komm, Hundi. Ja, komm bei Fuß. Braves Hundi. Was haben wir denn hier? Ja, Ah, Hecken. Dann tun wir wieder Hecken. Ja, ja, dann tun wir nichts verrecken. Nein, nein. Inventor. Falsch. Nein. Nein. Scheiße, das wird schon wieder nichts. Ja, habe ich gewusst, das wär's gewesen. Ah, oder das. Verloren. Ja, hab sie verloren. Haben wir da was? Oh yeah. Hier ist so viel Klumper. Nein, ich will nicht äufeln. Oh oh. Entschuldigung. La 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 la. Ich bin unschuldig. Da, da, da. Halt, was haben wir da? Von einem Computer-Dings mit Passwort zum anderen. Super. Ist ja eh fast das gleiche. Da. Da, 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 da. Nehmen wir es aus. Ja, schau, auf Anhieb. Robotersteuerung. Rennstatus normal. Aha, Rennen stoppen. Route ändern. Zielparameter, Kampfsperren. Ah, scheiß drauf. Brauchen wir nicht, die sind, hoppala, die sind eh schon alle kaputt. Ich wollte eigentlich nur das mit dem Hacken und so mitnehmen. Halt. Oh, der Oktoberklassiker. Sonntag, 31. Oktober. 2077, das ist eh bald, ne? Im Easy City Towns, präsentiert von Kaufhaus Fallons. In Zusammenarbeit mit dem Jockey Club Posten. Drei Weltklasse-Rennen, Preisgelder von insgesamt 450.000 Dollar. Boah, kann ich das haben?
das Geld. Jetzt verreck endlich! Was? Du Drecksau! Leg dich schlafen, ist gesünder für dich. Mistfink, Elendiger. Das ist ja alles so dunkel, wartet mal. So, jetzt ist besser. Wo kommst du her, du Dreckswarm, du Schirche? Echt, das ist unglaublich, sowas. Kann man nicht mal in Ruhe die Sachen durchlesen? Nein, man wird gleich angeschossen dafür. Na, das ist wieder super, ein super Vorbild für die Bildung. Echt, Dreckswarm. Blöde Kuh. Hundi, geh mal beiseite, bitte. Nur ein Stück. Uah. Danke. Lalala, bin schon überladen. Oder noch nicht. Ich glaube, da geht noch etwas rein. Lalalala. Ein Todesschütze. Zumindest das, was davon übrig war. Oh, ein Tresor. Halt, warte, stopp. Jetzt vielleicht? Oha, ja. Cool. Vorkriegsgeld, das ist alles. Naja, das können wir zusammenrollen und als Zigarette verwenden, ne? Tabak fehlt halt noch. Super. Da haben wir noch ein paar Ordner. Wieso braucht man hier in diesem Ort so viele Registrierkassen? Ja, ne? Die EU und so. Ja, ja. Alles muss Registrierkassen haben. Alles, alles und jeder. Mindestens ein Stück. Eine kaputte Lampe im Eck. Sehr gut. Fein. Ah, eine Falle. Ja, ich hab's gemerkt. Boah, da gibt's Zeugs zu mitnehmen. Ist ja Wahnsinn. Da brauchen wir 30 Jahre, bis wir da alles aufgesammelt haben. Aber ist ja gut. Also, ist es gut. Sehr gut sogar für unsere Siedlung, ne? Die wir dann gemeinsam wieder ausbauen werden. Sobald mehr Zeit ist, würde ich sagen. So, der tote Schütze. Schön! Schau, also so muss der mal eben den Kopf wegschießen, oder? Dass er gleich wie hingestellt da liegt. Ne? Das ist auch eine Art Kunst. Da, Schüssel. Da ist nichts. Da haben wir noch was. Dap, dap, dap. Dap, 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 dap. Huch, ich steck fest. Ach, der Hund, das Hundi. Das Hundi will mich nicht gehen lassen. Eine Tür. Hallo, was haben wir da noch Schönes? Ja, viel ist es ja nicht. Hallo, 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 hallo. So, da, Döschen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ah, da und hier. Na, Entschuldigung, ihr wollt mit denen nicht reden. Tut leid, Togi. Da habe ich vor lauter Klicken und Drücken leider Gottes zu viel gedrückt. Mann, wo geht denn das hin? Da konnte man wahrscheinlich mal sitzen, ne? Ich muss irgendwie schauen, dass ich wieder raufkomme. Ich bin ja runtergepurzelt und ich wollte ja oben noch das Dingens da betätigen. Was? Hallo? So nicht. Also muss wahrscheinlich von drüben wieder und alles, den ganzen Kackweg nochmal laufen. Scheiße, tut mir leid. Tut mir großes Leid. Von da geht's auch nicht. Na, muss ich von da drüben. Mist, verdammter. Das war so nicht geplant. Eine Pferderennbahn war das hier mal. Gleich mal umfunktioniert zu einer Roboterrennbahn. Auch nicht schlecht. Doggy schaut sich das gleich mal an. Was haben wir da? Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Echt? Das kann das Hundi? Und? Ja? Nix. Müde ist er. Da. So, müde ist das arme Hundi. Warte, hier irgendwo. Ah, schau mal, da liegt ja noch so ein Kerl. Rampabam. Boah, er kann nicht viel schleppen, hä? Ich bin ja ein moderner Backesel, hey. Nicht schlecht. Ich muss mich kurz in den Schleichmodus begeben, damit ich da unten drunten... Ah, jetzt endlich einmal überladen. War mir schon lange nicht mehr. Habe ich den Deppen da vorne auch schon ausgelootet? Warte. Ja, warte, das passt genau.
Bitte nimm mir was ab. So. Wah, das war zu viel. Den brauche ich noch. Aber du kannst haben den da und das da. Und dann noch genau das hier und sowas und dieses und jenes und das. Ram-ba-bam-ba-bam-ba-bam. Das auch. Ah, okay, Hundi ist voll. Passt, auch nicht schlimm. Das sammeln wir noch fix ein. Da auch. Dam-dam-dam. Ui, Coca-Cola-Flaschen. Überall liegen die herum, ne? Aber uns soll es recht sein. Hm, da liegt ein Topf. Also eine Pfanne. Ne, eigentlich ein Topf. Mit Stiel. So. Alter, habe ich es jetzt dann bald mal? Kann ich denn hier irgendwie raufhüpfen? Ja, eigentlich streng gesehen. Mit ein bisschen Glück. Ja. Haut das schon hin. Waren wir da drüben? Halt. Das schau mal. Haufenweise Flaschen und Heferl und Kaffee. Ja, zum Nüchtern werden. Wenn der das alles in sich reingeschüttet hat, muss er eigentlich bald zum Brechen anfangen. So. Nein, hier haben wir was. Jawohl. Das war's auch schon. Na gut. Toll. Den ganzen Part eigentlich hauptsächlich nur noch damit verbracht, was zu looten. Okay, hier waren wir definitiv schon. Die Dame hat nichts mehr an. Wo wollte ich hin? Wo muss ich hin? War ich hier drin schon? Es schaut danach aus. Eigentlich schon, ja. Dann muss es doch hier rüber irgendwie gegangen sein. Verdammt. Na, da war's. Hoppala, Entschuldigung. Entschuldigung. Da durch das Haus durch. Und dann... Was? Ih, was stinkt... Ich weiß nicht. Ich habe keine Blähungen, ja? Nur damit ihr das wisst. Sowas könnte man auch mal machen, ne? Wenn sowas geht. So eine Verbindung von einem Haus zum anderen. So in unsere Siedlung, ne? Das wäre auch echt schön. Vor allem für die Teenager wäre es ganz besonders toll. Die können sich dann immer schön in der Nacht treffen, gemeinsam die Sterne anschauen, eine Coca-Cola dazu trinken. Und wo ist jetzt dieser blöde Computer? Ich will in einem anderen Haus. Ein Heftchen. Schlosszuhaltungen heute. Du hast eine Ausgabe von Schlosszuhaltungen heute gefunden. Schlossknacken ist dauerhaft einfacher. Das ist ja Fisch. Das ist ja Fisch, 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 lala. So Fisch, lala, rara. Ja, wo war denn jetzt dieser... Da, ne? Du. Dam, dam, da, dam. Oder ist es wieder ein anderer? Glubsch. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Lala, lila, lala. Schau mal. Da. Hinterrein. Jawohl. Schau, jetzt habe ich Glück, oder was? Mehr will ich auch gar nicht. Die Roboter können ruhig alle leben. Die will ich alle umballern, wenn es noch welche geben sollte. Halt. Na, das war einmal zu viel. Entschuldigung. Das war zu viel. Zu viel. Ein Schachbrett. Aber schön aufgeräumt. Ich glaube, das ist der schönste Tisch im ganzen Commonwealth. Außer die, die wir natürlich selber bauen. Das sind ja alle noch viel, viel hübscher. Selbstverständlich, bitte. Gar keine Diskussion. So. Und jetzt? Und jetzt? Den einen haben wir zurückgeschickt. Ich glaube, wenn es hier nichts mehr gibt, doch ein bisschen da noch, dann schaut es danach schon aus, als wenn wir nach Hause, in unsere neue Unterkunft gehen können, porten können, wie auch immer. Da habe ich bestimmt wieder irgendwas übersehen. Aber streng gesehen sind wir eh recht gut bestückt, sage ich mal.
Wisst was? Ich werde den Part hier beenden. Der ist eh wieder vorbei. Da ich jetzt gerade zufällig im Commonwealth bin, werde ich das ganze Graffel, das wir haben, ganz schnell und fix in Starlight Drive-In bringen. Und werde dann mich einfach zur Nuka-Cola World hinborden. Und dann werden wir dort den nächsten Part starten. Ich denke, das ist am praktischsten so. Na fein. Na gut, supi supi. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.